Freunde, Zuschauer, heute mal wieder mal zu gewohnt später Stunde. Die Abozahlen sehen gut aus, also danke. Ich weiß zwar nicht, warum ihr mich abonniert habt, aber Dankeschön. Daumen hoch oder runter, besser runter wäre sehr wichtig. Und ein Kommentar, das ist wohl das Allerwichtigste für den Logarithmus. Ansonsten denke ich mir mal, wird der Kanal jetzt nicht großartig weiter steigen. Das ist ja wohl ein bisschen speziell, der Content, der hier gebracht wird. Ich weiß gar nicht, ob ich mich selber schauen täte, aber ist ja auch egal. Ich unterhalte euch ein bisschen. Hauptsächlich geht es mir darum, aber weil ich an diesem Hobby Spaß habe, die Welt zu unterhalten und YouTube mit Müll vollzustopfen, siehe diese Videos. Ob die jetzt anderen Leuten gefallen oder nicht, ist mir einerlei. Wichtig wäre, dass sich noch mehr Leute darüber ärgern, weil das sind die Leute, die hinterher auch was dazu drunter schreiben als Kommentar. Das ist wieder meine Theorie. Mach grottenschlechte Videos, hau dir mit einem Gummihuhn auf den Kopf zum Takt einer Musik und die Leute abonnieren und liken. Also es kommt in keinster Weise auf Qualität an. Das haben ja inzwischen schon sehr viele YouTuber gemerkt. Umso mehr Qualität, umso teurer kommt dich dieses Video und umso weniger nimmst du wahrscheinlich damit ein, weil sich da niemand drüber aufregt und der Algorithmus deswegen dein Video nicht nach vorne schickt. Ist etwas vereinfacht ausgedrückt, aber nichtsdestotrotz höchstwahrscheinlich richtig, wie andere YouTuber ja schon erklärt haben. Heute geht es mir um etwas anderes. Ich nenne es mal Wort zum Sonntag. Dieses ewige Gejammer, Mangel, Fachkräfte, bla bla bla. Und die Wirtschaft wird krachen gehen und so. Ärgert mich ein bisschen. Wie soll ich das überspitzt jetzt sagen? Ich sehe mich ja jetzt nicht unbedingt als Fachkraft, aber auch in diesen Branchen, wo gejammert wird, bin ich tätig. Und schon in sehr vielen Branchen habe ich mich probiert. Nun habe ich aber diesen Fehler als Arbeitnehmer, dass ich meinen Lebenszweck nicht darin sehe, irgendwelche Firmen reich zu machen. Ich weiß, das ist sehr böse und opportunistisch, aber das ist mir auch wurscht. Jedenfalls habe ich letzte Zeitung gelesen, eine habe ich hier und reden wir kurz mal drüber, weil den ersten Artikel habe ich leider entsorgt. Teil 2 habe ich in der Sammelkiste wiedergefunden. Es geht dort um armutsfeste Lohngrenzen. Also auch ich habe schon für sehr wenig Geld gearbeitet. Und dieser Artikel hat mir eigentlich gefallen, weil er bringt es auf den Punkt. Wie gesagt, sie arbeiten dann, wenn andere frei haben, kommen mit ihren Lohn aber kaum über die Runde. Trotz Vollzeitjob wohlgemerkt. Und sie verdienen hier in der Region weit unterdurchschnittlich. Ja, das wird nicht bloß so in Brandenburg sein, sondern überall, wo man Leute gut ausnutzen kann. Finde einen Deppen, der viel Arbeit in kurzer Zeit für äußerst wenig Geld macht und deiner Firma wird es richtig gut gehen. Da freuen sich doch alle. Da kann man schön auf den Handwerkerempfang gehen, sich bejubeln lassen, schöne Zigarre rauchen und sich zurücklehnen. Da haben wir alle Spaß. So, hier werden dann diese Monatseinkommen hochgerechnet, vorgerechnet, tralala. Letzten Endes sind diese Zahlen schon allen bekannt und den Verantwortlichen seit Menschengedenken schon ist das immer dieselbe Masche. Hier in dieser Zeitung wird jetzt getan, als wenn man jetzt den Grund für den Fachkräftemangel endlich gefunden hat. Der Nobelpreis wartet schon. Oh. So, Hotel und Gastro geht es ja hauptsächlich, aber auch Putzkräfte etc. In Corona-Krisenzeiten haben eben viele endlich mal den Tritt in den Arsch bekommen, sich einen vernünftigen Job irgendwo zu suchen und sich nicht auf dieser Miststelle auszuruhen. Das machen übrigens auch viele. Da gibt es so ein Paradoxum. Wer länger wie 10 Jahre in einen Job zubringt,
fängt irgendwann im Hinterkopf an zu denken, er kriegt nirgendwo anders mehr etwas und anderswo ist er überall noch viel schlechter. Wie will man das beurteilen, wenn man es nicht gesehen hat? Meine Devise ist, spätestens nach 2, 3 Jahren woanders unterzukommen und der alte Wahlspruch lautet, viel arbeiten für wenig Geld kannst du überall. So, jedenfalls wurde in dieser Krise, mussten eben auch viele sich einen neuen Job suchen, weil Kurzarbeitergeld im Niedriglohnsektor mit diesen ominösen, supermäßigen 65% Lohn. Ich meine, das ist doch super, oder? Also von wenig noch etwas weniger und trotzdem noch am Telefon zu warten, dass der Chef anruft und dir sagt, komm mal schnell auf Arbeit, Notfall dort und Notfall dort, wie ich selber erlebt habe. Dann fängt man an zu überlegen, Mensch, das ist ja wie Arbeitslosengeld, aber bei Arbeitslosengeld kann ich ja ganz zu Hause bleiben und habe Freizeit. Und warte nicht am Telefon auf Arbeit zu aller unmöglichsten Stunden und Zeiten. Haben wir wieder was gelernt. So, jedenfalls war das wohl für viele der Absprungtermin. So, übrigens gibt es immer noch welche mit Kurzarbeit, die da irgendwie mit leben. Ich weiß nicht wie, also ich habe es nicht geschafft, ich bin verhungert. Also ich verhungere jetzt auch, aber aus anderen Gründen. Also wer mir eine Dose Essen spenden will, anonym, kann das gerne machen. Viele wissen, wo meine Haustür sich befindet. Tütchen davor stellen. Oder eben schicken, aber immer mit reinschreiben, ob ihr dann offiziell genannt werden wollt oder nicht, weil ich verlese auch gern die Briefe etc. Ihr kennt euch aus auf diesem Kanal. Aber die meisten wollen das gar nicht an die große Glocke hängen, also ne, ich schäme mich nicht mehr dafür, dass kein Geld vorhanden ist. Die Zeiten sind vorbei. So, so, jetzt geht's hier noch weiter, bla 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 bla. So, der Endsatz von diesem ganzen Artikel ist eigentlich, um es auf den Punkt zu bringen. Viele Probleme hätten lange vor der Pandemie existiert und waren bekannt, meinen Reden seit vielen Jahren. Von unbezahlten Überstunden und langen Arbeitszeiten. Also ich kenne das selber auch, Überstunden werden gekachelt und dann kannst du die irgendwann abbummeln. Abbummeln? Irgendwie ist doch immer Druck. Wann soll man denn dann ruhigen Gewissens zu Hause bleiben? Weil in der Zeit müssen doch die Kollegen deine Schicht mit übernehmen und freuen sich demzufolge besonders doll. Machen auch wieder Überstunden deswegen. Irgendwie ein Paradoxum. Irgendwann habe ich mich dann gefragt, kann ich denn an der Tankstelle mit Überstunden bezahlen? Haha, nee, kann man nicht. Dann hätte sich das irgendwie gelohnt. So. Übrigens habe ich einen Job gehabt, früher mal, da hatte ich dann ungefähr 280 Überstunden, weil ich halt rund um die Uhr in der Firma war. Dann reiste eines Tages ein neuer Gebietsleiter an und der muss mit den eisernen Besen immer durchkehren. Er muss ja die Zahlen nach oben bringen, um seinen teuren Job zu rechtfertigen. Wie macht man das am besten? Am besten jemanden entlassen, das ist das schnellste Mittel, das ist auch in der Wirtschaft allgemein bekannt und anerkannt. So, der hat natürlich dann Überstundenzeiten jeden Standort überprüft und ist bald ausgetickt. Jedenfalls dachte man ja nun mal, ein wohlwollendes Schulterklopfen als Dank wäre ja mal schön gewesen und dann wäre alles erledigt, hätte er erklärt, Überstundenende, ab nach Hause, wäre auch alles gut gewesen. Aber nein, er ist ja vollkommen ausgetickt und ausgerastet im Büro unter der Gürtellinie. Ich habe mich nicht aus der Ruhe bringen lassen, das hat ihn noch mehr geärgert. Also die Zeiten sind ja wohl vorbei, wo ich an der Schreibtischkante knabbere, bete und drum frage, was ich denn mit einem braunen Rand um den Hals, ihr versteht, was ich meine, tun könnte, um ihm meinen Arbeitsplatz schmackhaft zu machen. Nö, entlass mich doch. Tschüss. Ja, daneben der Brauchendummen, der ackern kommt. Ja. Also ein Schulterklopfen hätte gereicht, dann wäre das Problem aus der Welt. So wurde ich dann in Zwangsurlaub geschickt, mit einem schönen Magenschwinger noch hinterher. Dann macht dieser Zwangsurlaub auch keinen Spaß, wo man vorher rund um die Uhr für die Firma da gewesen ist, als Mädchen für alles. Und dann wundert sich die Wirtschaft, oh, die Leute wollen ja gar nicht mehr und
Die wollen gar nicht mehr arbeiten und länger arbeiten, wenn dann hinterher sowas rauskommt. Okay, ich hatte damals irgendwie was um die 280 Überstunden. Was damals keiner wusste, es ging eigentlich bloß darum, diese Überstundenzahl, hat mir ein Insider erklärt, stellt eigentlich betriebswirtschaftlich ein Minus dar. Weil, wenn man diesen Typen jetzt entlässt, müsste man das ja auszahlen. Da freut sich die Steuer, aber nicht der Arbeitgeber. Darum ging es eigentlich wirklich, um Handlungsfreiheit zu haben, dass es jemand, dass es den Chefs nicht zu teuer wird, jemanden zu kanten. Da muss Spielraum vorhanden sein. Okay, also um das zu erklären, ist nachvollziehbar irgendwie, aber es hätte nicht unter der Gürtellinie sein müssen. Jedenfalls wird gejammert, die Chefs erwarten ja mehr Arbeit, aber man soll sie natürlich nicht aufschreiben. Also wenn man das nicht aufschreibt, dann kann man so lange arbeiten, wie man möchte. Gratis. Och nö. Nö. So viel dazu. So, lange Arbeitszeiten bis hin zu einem rauen Umgangston hinter den Kulissen. Viele Missstände sind auch ausgemacht. Das haben Sie jetzt gemerkt. Oh, der Typ hat hier einen Nobelpreis verdient, der hat das rausgefunden. Hätten Sie mal jemanden an der Basis gefragt, schon vor 30 Jahren wäre alles klar gewesen. Ja, jedenfalls, das habe ich jetzt hier gelesen. Es muss dringend etwas getan werden, um den Beschäftigten eine Perspektive nach der entbehrungsreichen Zeit zu bieten. Naja, ein bisschen Geld auf die Hand, dann wäre doch alles gut, oder? Ich meine, letzten Endes leben wir alle im Kapitalismus, auch der kleine Angestellte. Das vergessen übrigens immer viele von uns allen. Auch wir verkaufen unsere Seele auf Arbeit und möchten demzufolge für unsere wertvolle Lebenszeit einen kleinen Obolus bekommen. Manche bekommen für ihre Lebenszeit bloß Mindestlohn und manche scheffeln Kohle. Das sind wahrscheinlich die Schlauen. So, die Gewerkschaft fordert eine armutsfeste untere Lohngrenze von 13 Euro. Armutsfest. Also man geht also Vollzeit auf die Arbeit, um arm zu sein. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. All ihr Schönredner, Gutmenschen, Schlafschafe oder wie auch immer. So, das haben wir jetzt herausgefunden. Das haben wir jetzt gelernt. Hier in diesem Artikel haben sie es kapiert. Ich nenne nicht die Zeitung. Geärgert hat mich das eigentlich bloß deswegen, weil in Artikel 1, der vorne auf der Hauptseite stand, wurde im selben Atemzug gefordert, damit es endlich dem Einzelhandel, Chefs, besser geht. Müsste man doch das Ladenschlussgesetz kippen und dann könnte man ja jeden Sonntag Umsatz machen. Da freuen sich doch alle. In China machen sie es doch auch so. Ja, in China gibt es ja auch so eine kleine Arbeitsameisen, die machen eigentlich alles, wenn man ein Reiskorn hochhält. Aber wir leben hier in dem teuren Deutschland. Und hier kostet alles Geld, demzufolge auch die Arbeitszeit. Und hier halten wir uns auch an so ein bisschen noch letzte Reste von sozialen Gesetzen, die noch nicht abgeschafft wurden. Und es jemand gemerkt hat. Siehe Ladenschlussgesetz und ähnliches. Weil aus eigener Erfahrung im Einzelhandel weiß ich, dass es dem Mitarbeiter nicht Spaß macht. Auch für einen Mordsumsatz nicht. Jedes Wochenende, jedes in der Adventszeit im Laden zu stehen. Nein, man zaubert sich ein breites Lächeln ins Gesicht, am besten mit einem Gummiband nach hinten ziehen, kriecht den Leuten schön in den Arsch, verkauft denen, was der Chef auch immer will, und hinterher entwickelt man Hassgefühle. Also niemand geht gerne Samstag, Sonntag durcharbeiten. Und auch die jungschen Single-Verkäufer, die noch keine Familie haben, etc., können sich mit ihrer Freizeit Besseres vorstellen, als im Adventsgedudel zu verkaufen, weil, Leute, man entwickelt ein Weihnachtshorror, man kann die Mucke nicht mehr hören. Das ist Psychoterror, weil man da ja GEMA-Gebühren bezahlen muss, besitzt der Chef höchstwahrscheinlich nur eine einzige Weihnachts-CD. Bei manchen Titeln möchte man wür jemanden würdigen. Soweit kommt es dann. Muss mal dahingestellt.
Und jetzt wurde rotzfrech in dieser Zeitung derselben, die diesen Artikel auf die letzte Seite gedruckt hat, auf der ersten Seite, dass wir gefälligst durcharbeiten gehen sollen. Also jetzt bekommt ja der Durchschnittsarbeitnehmer im Handel normalerweise einen Tag frei unter der Woche, wenn er samstags arbeiten geht. Und was bekommt er, wenn er dann sonntags auch noch geht? Unter der Woche auch noch einen Tag frei, wo sowieso schon alle unterbesetzt sind und keine Verkäufer, gute Verkäufer zu finden sind, die wahrscheinlich den Umsatz hochtreiben. Da sieht es schlecht aus. Und oftmals ist es dann so, dass dann Leute krank werden und dann ist ein freier Tag in der Woche ganz schnell erledigt, weil man zieht ja durch für die Firma. Also die Yacht auf Malle, die verdient sich nicht von alleine. Da musst du schon mal stramm stehen am Point of Sale, wie man so schön sagt. Na, jedenfalls geht mir das am Arsch vorbei. Ob der nun noch 1 Million mehr verdient oder nicht. Und dann liest man sowas. Ladeschlussgesetz tippen und am besten jeden Tag durchwackeln und Pausen braucht sowieso niemand und Wochenende für untere Lohngrenze. Das muss nicht sein. In der Zeit wollen ja welche mit höherer Lohngrenze ihr Geld ausgeben. Das lassen wir jetzt mal sacken. Das war jetzt mal das Wort zum Sonntag. Ich hoffe, ich habe nicht übertrieben und ihr könnt euch gewiss sein, dass diese Realität im echten Leben existiert. Selber von mir jahrelang erlebt und durchgestanden. Bloß noch mal dahingestellt, das gibt dort in vielen kleinen Firmen Ungerechtigkeiten, auch in großen Firmen. Wenn du als normaler Arbeitnehmer arbeiten gehst von Montag bis Freitag, schenkt dir der Staat ab und zu mal, weil du ein guter Bürger bist, einen freien Tag. Ein Feiertag. Dann hast du unter der Woche einen Tag frei. Die Deppen, die im Handel arbeiten, selber kennengelernt, haben dann oftmals seltsamerweise an diesem Tag ihren freien Tag vom Samstag. Jetzt musst du mal drüber nachdenken, da läuft doch irgendwas verkehrt. Wenn man dann ganz mutig ist und zur Chefetage rennt, was viele zu vermeiden versuchen, und kann es dann dir passieren, dass du auf einmal dann einen Tag mehr frei hast in der Woche. Aber nur, wenn du sehr mutig bist. Alle anderen kriegen schön den dritten Arsch, weil das ist eine schwammige Kannbestimmung im deutschen Gesetzbuch. So war es jedenfalls noch zu den Zeiten, wo ich im Handel unterwegs war. Und mir ging es mit besagten Feiertagen oft so. In späteren Jahren dann nicht mehr. Komischerweise. Natürlich darf man das aber seinen Kollegen auch nicht erzählen und sie darauf hinstupfen, weil dann kann es passieren, dass man vor ein Kriegsgericht gestellt wird. Weil in Deutschland ist gefälligst Ellenbogen raus und jeder verhandelt selber. Diejenigen, die ein bisschen dumm sind oder keinen Mut haben, mit dem Chef zu diskutieren, sind demzufolge ein bisschen gleicher wie andere, wo eigentlich alle gleich sein sollen. Es gibt eben immer welche, die sind gleicher wie die anderen. Gleicher als gleich. Na gut, das ist dahingestellt. Eigentlich wollten wir ja drüber reden, was ich in Polen wieder Lustiges erlebt habe. Ich habe ein kleines Messer gekauft. Und nun wird ja von anderen dann zum Beispiel angefeindet. Nu, keine Kohle, nix, aber Messer kaufen. Okay, ich kaufe einmal ein Messer im Monat, handle noch gewaltig den Preis runter und feilsche wie's böse. Dafür rauche ich aber nicht. Also rauchen wäre okay. Also Tabak kaufen darf man. Also das Geld verbrennen, das ist okay, aber das Geld zu Hause in die Schublade legen ist nicht gut, weil wozu brauchst du so viel Messer? Wozu brauchst du so viel Zigaretten? Das war schon immer meine Devise. Die verbrennt man ja einfach. Das hat mich so ein bisschen gestört. Und das hat mich ein bisschen gestört. Und solche Follower aus dem näheren Umkreis braucht man nur wirklich nicht. Brauchst du nicht. Da muss man auch mal so schlau sein, den De-Abo-Button zu betätigen. Das ist jedem freigestellt. Man darf ja weiter seppen und etwas anderes schauen. So, um was ging es mir? Ich habe in die Sicherheit investiert.
Das ist natürlich nicht aus Polen. Das habe ich gekauft. Firma Arbus war früher mal richtig gut. Jetzt verkaufen sie beim Discounter. Das war Netto. Ja, da dachte ich, das nimmst du mit. Fand ich schon immer cool. Und hatte ich früher mal richtig in Vollstahl, massiv. Das war aber noch zu Ossi-Zeiten. So aus einem Stück gefräst, wie man so schön sagt. Das sieht mir schon mal sehr vom Gewicht äußerst spielig aus. Hat ja auch bloß hier Security Level 2. Das ist fast nichts. Ich glaube, in den Besenstiel, in den Boden gerammt und unter die Türklinke gegeilt. Erweist sich als unaufhebelbar. Da drückt einmal ein 120 Kilo Mensch ordentlich dagegen. Da reißt das raus und auf der anderen Seite die Türangeln gleich mit von eurer Plastetür. Wobei meine Devise ist, was nützt die 5000 Euro Hauseingangstür, wenn hinterm Haus im Dunkeln riesengroße Terrassentüren auf den Einbrecher warten? Da brauchst du wahrscheinlich bloß einen Glasschneider, eine selbstklebende Folie, um die ganzen Splitter aufzufangen und einen Hammer. Sowas in der Art. Aber eigentlich braucht man ja auch bloß einen kleinen Hebel. 3 Sekunden und ganz leise. Deswegen ist für mich solch eine super Tür obsolet. Obsolet. Ja, braucht man nicht. Sinnlos. Solange Fenster in einem Haus sind, wo ein durchschnittlicher Einbrecher oder ein durchschnittlicher Minderjähriger aus Osteuropa, oder das darf man glaube ich nicht sagen, aber die schreiben wenigstens Kommentare, die sich darüber aufregen, in unserem Dorf selber erlebt. Solange man solche Fenster an seinem Haus besitzt und man keine Flutlichtanlage ums Haus aufstellt, brauchst du auch keine teure Eingangstür und ein Hochsicherheitstor draußen erst recht nicht. Ja, traurig, aber wahr. Aber ich fand das schon immer gut, so ein Dingelchen. Das ist so das letzte bisschen, wo man noch eine kleine Barriere einbauen kann, auf eine leichte Art und Weise. Aber ein Türspion ist eigentlich besser. Oder eine Kamera heutzutage. Kamera müsste ich noch im Fundus haben irgendwo. Kamera und Bildschirm. Okay, sei gut dahingestellt. Kann ich nun auspacken und installieren bei nächster Gelegenheit. Ein bisschen Sicherheit kann man sich ja selber suggerieren. Aber Leute, macht euch nicht zu viel Hoffnung. So, dann. Das habe ich in Polen gekauft. Ich musste in Polen einen Lidl besuchen. Ich wurde überstimmt. Warum besuche ich im Ausland keinen Lidl oder kein Netto oder was auch immer, Aldi oder was da drüben aufmacht? Tja, ich sag mal so. Da kann man drüben diskutieren, wie man will. Die Leute kapieren das ja auch nicht. Aber letzten Endes zerstören diese Ketten, die international operieren, in diesen nun seit vielen Jahren geöffneten Nachbarländern die Infrastruktur. Also ich finde das sehr schön. Hier gerade in Polen gibt es in einer kleinen winzigen Ortschaft noch 2 bis 3 Tante-Emma-Läden, wo man rund um die Uhr einkaufen kann, weil die sich da abwechseln. Zum Thema von vorhin. In Deutschland wird sich ja in so einem kleinen Laden nicht abgewechselt. Da geht der kleine Depp, der Angst um seinen Job hat, rund um die Uhr. Meine Devise ist, wenn in einem inhabergeführten Geschäft der Chef entscheiden möchte, er möchte sonntags öffnen, dann sollte ihm das erlaubt sein. Wenn er sich als Chef und Besitzer dieses Ladens in seiner Freizeit gerne sonntags da einstellen möchte, sollte ihm das freistehen. Also so soll man meine Aussage jetzt nicht nachvollziehen, aber er soll seine dumme Angestellte nicht zur Arbeit pressen, die schon rund um die Uhr ackern geht und kaum ihre Familie sieht. Weil wenn sie dann doch mal einmal frei hat, zwischendurch ist die Familie auch unterwegs. So meine ich das. Also der Inhaber kann doch gerne hinterm Tresen stehen. Das sollte man in diesem Ladenschlussgesetz ändern. Inhabergeführte Geschäfte können doch gerne rund um die Uhr öffnen, wenn der Chef selber die Arbeit macht. Dann kommt die kleine Angestellte eben von Montag bis Samstag, wie bisher. So soll man das verstehen. So, da ja mein Reden, die Infrastruktur, was wird passieren im Nachbarland? Irgendwann beherrschen da diese großen Ketten alles. Und diese kleinen Tanten-Emma-Läden werden genauso den Bach runtergehen wie bei uns.
Ich meine, es gibt ja auch polnische Ketten, wo ich gerne einkaufen gehe. Aber ich versuche eben, das zu vermeiden. Familie hat mich überstimmt, deswegen war ich bei Lidl, habe dort auch Parkside entdeckt, die ich ganz gerne kaufe. Und habe mir so ein winzig Set gekauft, wo, sage ich jetzt mal, als einziges noch da war. Alles war vergriffen. Und ich habe es gelesen, Boraset. Mein Polnisch ist nicht so gut. Und dachte mir, greifst zu. Ich weiß gar nicht, was das gekostet hat. Das ging mir im Großeinkauf mit unter. So, schauen wir mal. Das ist also für mein Dremel. Also ich sag Dremel, es ist ja von Bauzeit. Das sind diese kleinen Bohrer in allen möglichen Größen mit Farbcode versehen. Das finde ich gut. Habe ich also mich nicht vergriffen. Das Dingens wird geöffnet wie? Hier ist ein Öffnungsmechanismus. Oh, ist da ein Klebeband drüber? Also dieses Licht hier, das macht einen wuschig. Oh, Leute, Leute, Leute. Jetzt geht's los. Das Licht hier drin ist schlecht. Wie soll denn das funktionieren? Ich hätte jetzt so einen Klappmechanismus vermutet, aber das ist mir so eine geschlossene Box. Wo ist denn der Öffnungstrick? Oh je. Das muss ich mir noch mal in Ruhe zu Gemüte führen. Aber glaubt's mir einfach, wenn dort alle möglichen Größen drin sind, das ist so ein Satz von bis, glaubt mir es einfach, 2,1, 3,0 in kleinen Schritten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 10 Schritten. Und weil die so klein sind, um sie besser auseinanderhalten zu können, hat jedes einen Farbcode. Das ist übrigens praktisch. Merkt euch die Farbe beim Bohren und da könnt ihr immer wieder nutzen. Beim nächsten Loch einwandfrei. Für gut befunden. Ich muss jetzt nur noch mal diesen geheimen Öffnungstrick rausfinden. Ich will jetzt hier die Verpackung nicht zerstören. Die finde ich doch praktisch. Schnappe den Mix. Aber damit will ich euch auch gar nicht langweilen jetzt. Normalerweise. Nein. Meine Augen sind auch immer schlechter. Das Licht ist nicht besonders gut. Aber hier wird es einen kleinen Trick geben. Das schaue ich mir noch mal ganz gemütlich an. Betet, was das Zeug hält. Aber für gut befunden, nicht falsch gekauft. Das war eben mein Abenteuer auf dem polnischen Lidl. Wie gesagt, Parkside finde ich nicht verkehrt. Das ist in 0,1 mm Schritten, wie ich jetzt gerade sehe. Das ist doch praktisch. 10 Stück? Ja. Für den kleinen Mikrodrill-Bitset. Für diesen kleinen Ersatzdremel. Der übrigens gute Dienste leistet. Noch hält der Akku durch. Kann ich nicht maulen. So, das war das Gelaber-Video. Ach so, was kaufe ich noch gerne in Polen? Schliwka. Naja, das heißt so viel wie Pflaume. Habe ich auch schon vor einiger Zeit gelernt in Polen. So. Hui. Und das ist so eine riesen Pflaume mit Schokoüberzug. Und das schmeckt gut. Und mein Denken ist, das schmeckt eigentlich ganz leicht alkoholisiert. Also das Zeug mag ich zu gerne, aber das kriegst du auf jedem Polenmarkt. Ich habe es jetzt im Laden direkt gekauft. Gibt es verschiedene Sorten von diesem Pflaumenzeug. Da gibt es auch so Unmengen anderes Zeug. Das wird dort traditionell auf den Tisch gestellt zum Kaffee oder am Abend. Und da gibt es sehr viele Sorten. Ich mag eben das mit Früchten. Nicht so ein trockenes Zeug. Äußerst lecker. Das haben wir halt schön gemeckert über alles.
Und dann kann man an der Gesamtsituation der Wirtschaft sowieso nichts, weil auch wir leben in dieser Wirtschaft. Und uns bleibt nur eine einzige Variante. Sieh zu, wie man den Arsch an die Wand kriegt. Dieser uralte Wahlspruch bewahrheitet sich immer wieder und immer mehr, sozusagen in der heutigen Zeit. Was man gar nicht so bemerkt, dass sich Menschen furchtbar anpassen. Mitläufer, Ja-Sager, Schlafschafe in dem Sinn, die nicht mehr nachdenken, warum, wieso, weshalb, sondern einfach nur tun, weil es jemand von oben befiehlt. Die es aber gar nicht selber merken, was sie für ewige Mitläufer sind. Also ich muss privat von mir sagen, ich mag Leute oder ich finde einfach Leute gut, die nicht angepasst sind, mit Ecken und Kanten. Daraus folgert natürlich, dass man auch öfters mal eine Klatsche kriegt oder gegen die Wand läuft oder gerade im Kampf mit Ämtern klein gemahlen wird. Das ist ja nun mal so. Also wenn ich ins Raster passt, wird reingepresst. Das ist nun mal wirklich so. Aber mit solchen Leuten komme ich sehr gut klar, egal was sie für welche Ansichten haben oder an was sie glauben oder so. Aber ich finde es einfach gut, dass es die gibt. Währenddessen die anderen, ich sage immer gut Menschen, das sind die Richtigmacher.